im Hintergrund oder Geschreie? Wer ist denn da? Es ist jetzt besser? Jetzt ist das wieder gut, ja, danke. Hallo. Thomas, bist du das? Ja, ich entschuldige mich. Thomas? Lupis hier vom Financial Guide. Oh, Entschuldigung. Was für Thomas? Ja. Das klang nach meinem Kumpel Frau Thomas, Sie haben sich gerade registriert für den Online-Handel. Ach so, nein. Also Sie haben sich gerade registriert für den Online-Handel, bin ich richtig? Ja, telefonieren Sie mit Maske, das kann man hören. Ja, genau. Ja, genau. Oh, das muss doch schrecklich sein. Es tut mir voll leid für Sie, aber es ist ja notwendig. Ja, es ist ja notwendig. Also Sie haben sich gerade registriert für den Online-Handel, bin ich richtig? Ja. Ja, und deswegen sind Sie weiter zu mir geleitet. Ich bin Ihre persönliche Betreuer. Ach so, also, das Frau ging Diller, ja richtig sagen Sie mal, schnell. Bitte. Das ist ja richtig, ihr seid ja richtig fix. Das muss ich euch echt lassen. Ja. Klasse, Otter. Super. Otter, also, das scheint ja, Sie haben ja gute Laune, das bitte. Mag ich. Okay, toll. Sagen Sie mal bitte, Frau Otter, wie jung sind Sie? Ich bin 29. Und Sie? 29, okay. Okay, gut. Und was machen Sie schönes beruflich? Wie alt sind Sie denn, die Branche? Wenn wir hier schon dabei sind? Ich bin 32. Ja, wirklich? Ich hätte jünger geschätzt von der Stimme her. Okay, können wir... Ja. Und was ist Ihre Lieblingsfarbe, wenn wir jetzt schon beim Kennenlernen sind? Können wir bitte ernst sein? Können Sie mir sagen, was sind Sie für ein Beruf? Also... Nochmal, was wir bitte? Wir müssen professionell sein. Also sagen Sie mir bitte, was sind Sie vom Beruf? Ach so, ich bin Masseurin. Masseurin, ach so, okay. Und Sie? Okay, und ich brauche... ich arbeite in einem Callcenter, also... ach so. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, genau. Können Sie bitte ernst sein? Also, können Sie mir bitte eine Bestätigung geben, also mit Ja oder Nein antworten, ob Sie haben monatliche Einkommen, ca. 1500? Nochmal bitte, das war zu schnell, ich habe es nicht verstanden, Entschuldigung. Okay. Haben Sie monatliche Einkommen, ca. 1500? Euro, ja, klar. Ja. Ist das okay. Wichtig? Sie sind auf jeden Fall qualifiziert und dann... Ja, um qualifiziert zu sein, ja, ist, weil deutsche Gesetze sagen so. Ach so. Und sagen Sie mir bitte mit... Oh, ist das ja, laut? Genau. Mit welchem Betrag möchten Sie gerne starten? Hm, was bitte? Es ist so laut bei dir. Ja, es... Also, ist da Weihnachtsmusik? Können Sie mir sagen, mit welchem Betrag möchten Sie gerne... nein. Also, können Sie mir bitte sagen, mit welchem Betrag müssen Sie gerne starten? Da bin ich mir noch gar nicht so sicher, weil ich habe mir das jetzt ja erstmal angeguckt, weil im Internet steht und in den Nachrichten, da ist ja alles mit Bitcoin und Catcoin und Dogecoin und sowas und ich wollte mir das eigentlich mal angucken und, ja. und mich mal so ein bisschen eigentlich lesen, aber jetzt habe ich okay. ja schon den Berater am Telefon. Was ist denn sinnvoll zu machen? Ja. Ja, genau. Ja. Alter, was also, ist das denn für Musik da? Also, Sie überweisen... Können Sie bitte mir meine Frage beantworten? Mit welchem Betrag möchten Sie gerne starten? Was würden Sie mir denn empfehlen? Ich kenne mich da ja gar nicht aus. Ja, vermutlich mal 1000. Ist das so das, womit man normalerweise 1000. Anfängt? Genau. Ja, dann machen wir das doch. Und wie viel Prozent kriegt man da so ungefähr Profit raus dann? Okay. Das weiß ich nicht. Sie werden auf jeden Fall Fachexperte bekommen, also persönliche Fachexperte. Er wird Ihnen dann weiter erklären, wie die ganze Sache funktioniert. Also, ja, können Sie mir bitte sagen, welche Zahlungsmethode würden Sie gerne benutzen? Ja, aber ich würde ja gern vorher wissen, ob sich das für mich lohnt. Ich kann hier nicht erst Geld bezahlen, wenn ich gar nicht weiß, ob ich da auch ja. ein bisschen Gewinn machen kann bei. Also das müssen Sie mir schon vorher sagen. Potenzielle Gewinne können Sie schon erreichen. Aber Sie werden auch das erst auf ein Demokonto ausprobieren. Ein was bitte? Okay, und dann werden das in... Sie werden ein Demokonto bekommen, wo Sie das alles austesten können. Ach so, zum Testen? Und dann, wenn das Ihnen gefällt, Sie...
Genau, und dann können Sie mit Fachexperten darüber reden. Ja, genau. Also Sie überweisen Geld auf Ihr Handelskonto. Und davon nehmen Sie später einen Teil und machen Sie eine Investition. Okay. Also So sagen Sie mir bitte, funktioniert welche das. Zahlungsmethode würden Sie gerne benutzen? Mir ist das eigentlich Ja, genau. egal. Also Sie haben verfolgbar Gibt's Visa, irgendwo einen Master, Bonus oder Online-Banking so? oder PayPal. Gibt's irgendwo einen Bonus bei einer speziellen? Bei Amazon gibt es ja immer Prozente, wenn ich mit der Visa Wofür bezahle. Bonus? Ja, aber Sie erstellen hier ein Handelskonto, damit Sie handeln können. Ja, das Sie habe ich erstellen hier nicht verstanden. ein Amazon-Konto. Verstehen Sie? Ja, ich weiß, aber Genau. ich hab ja meine Amazon-Visa-Karte und wenn ich mit der einkaufe, da gibt es immer Punkte. Das war die Frage, ob es das auch gibt, wenn ich jetzt mein Handelskonto auflade. Wissen Sie das zufällig? Nein, eigentlich nicht. Na gut, ist ja auch nicht Nein, Sie ganz so überweisen Geld wichtig. auf Ihr Handelskonto. Also, okay. Also sagen Sie mir bitte, welche Zahlungsmethode würden Sie gerne benutzen? Ja, am schnellsten wird wahrscheinlich PayPal gehen. Gibt es auch PayPal bei Ihnen? Ja. Oh, Okay, ja, klasse. geht. Ja, dann machen wir das doch. Super. Ich habe heute Lust zu Also mit welchem zocken. Gerät? Okay, super. Aber ich habe Feierabend gleich, also vor 5 Minuten, aber okay. Sagen Sie mir bitte, mit welchem Gerät sind Sie gerade online? Ist das ein PC, Laptop? Ich bin am Computer. Okay, gehen Sie bitte zu Ihrem Posteingang, da sollen Sie 3 neue E-Mails sehen. Ja. Jetzt muss ich noch mal Okay, ganz doof fragen, welche und sagen Sie mir bitte, wenn E-Mail-Adresse Sie habe ich drei denn neue... genommen? Einen Moment bitte. Das war nicht die von Hotmail, oder? Ich Oh, ich bin so weiß vergesslich. nicht, welche E-Mail-Adresse Sie haben für Hotline, aber hier steht. Nicht Hotline, Hotmail. Kennen Sie nicht Hotmail, MSN? Hotmail. MSN? Nein, benutze ich nicht. Das gibt's ja auch gar nicht mehr, aber da Sie kommt haben das her. aber MSN. Nee, das hätte ich ja gern wieder. Ja, Weil es gibt ja ICQ, man ist hat. ja scheiße geworden, Skype ist auch nicht Nein. mehr toll. MSN war das einzig wahre, da konnte man chatten, telefonieren, man konnte Webcam machen und das geht ja alles gar nicht mehr, weil es heute haben jetzt ja alle ein Ja. Handy. Ja, am besten ist das live zu machen. Aber okay, hier steht nicht duschen@ton.to. Nicht was? Nicht duschen. Ja. Nicht duschen. @ton.de. Ja, diese E-Mail-Adresse haben Sie angegeben. Ja. Okay, können Sie bitte hier zu Ihrem Posteingang gehen? Ja, ich mach das auf. Okay. Oh, ist das heute wieder langsam. Einen Moment. Ich hasse das. Hallo? Können Sie bitte ernst sein? Ja, ich bin da. Können Sie bitte ernst sein oder Hallo? beenden wir den Gespräch? Ich habe gesagt, der Computer ist Ja, gerade langsam. also Warum gehen Sie schreien bitte Sie zu Ihrem mich dann Posteingang. an? Was ist mit Ihnen denn los? Ja, weil Sie hier Scherze mit mir machen. Warum? Weil mein Ja, Computer weil Sie gerade mit mir Scherze langsam machen. Also ist? bitte. Warum sind Sie denn Ja, jetzt so okay, gehen Sie bitte zu Ihrem unfreundlich zu Posteingang. mir? Ey, das gibt's ja Können Sie bitte zu nicht. Ihrem Posteingang gehen? Ja, mach ich doch schon. Okay, können wir... Okay. So, ich bin drin. Okay, sehen Sie jetzt 3 neue E-Mails da? Ist das Traders Club Akademie? Nein, Europafix. Hm, nochmal bitte. Europa FX. Europa F. Ja, da ist es. Ja. Sehen Sie eine E-Mail, wo steht Willkommen bei? Ja. Schauen Sie sich diese kurze Video Ja, eröffnen an. Sie bitte diesen E-Mail. Ja.
Nein, also bitte seien Sie ernst oder ich beende diesen Gespräch. Warum sind Sie so unfreundlich zu mir? Also bitte öffnen Sie den E-Mail. Ja, weil Sie machen Scherze mit mir. Aber warum mache ich denn Scherz? Sie möchten ein Handelskonto aktivieren. Ich habe nicht einmal Hotline gesagt. Ich habe Hotmail gesagt. Das Chatprogramm von früher. Ich dachte, das kennen Sie vielleicht. Ja, und jetzt sagen Sie, da ist ein Video. Also, bitte sehen Sie den Willkommens-E-Mail. Ja. Ja, eröffnen Sie bitte den E-Mail. Ja, da steht jetzt neues Demokonto. Okay, und wenn Sie ein bisschen nach unten scrollen, was sehen Sie? Da was steht da? Da steht Demokonto, Trading-Passwort, Trading-Server. Super. Sehen Sie den Passwort. Notieren Sie den Passwort bitte auf einem Blatt Papier, ganz genauso wie da steht, mit großen und kleinen Buchstaben. Ja, mache ich. Okay. Und sagen Sie mir bitte Bescheid. Ist erledigt, bin schnell. Okay, und jetzt klicken Sie an Zugangslink einmal, bitte. Nochmal bitte, das war sehr schnell. Was sehen Sie den Zugangslink unter dem Passwort? Zugangslink unter dem Passwort? Den Zugangslink. Ist das bei Trading Server? Nein. Haben Sie den Willkommens-E-Mail eröffnet? Ja. Haben Sie den eröffnet? Ja, und dann steht Benutzername, ein Passwort und Zugangslink. Ein und einander. Ja. Sehen Sie das? Ja. Klicken Sie einmal drauf, bitte. Ist erledigt. Okay, und was sehen Sie jetzt? Das lädt gerade noch, einen Moment. Mhm. Da muss ich jetzt dann aber wieder meine die E-Mail-Adresse. Die muss ich dann E-Mail-Adresse oder Benutzername. Ja, geben Sie bitte. Nein, also E-Mail-Adresse und den Passwort, den Sie gerade notiert haben. Ja. Also ganz genau so mit großen und kleinen Buchstaben. Ja. Okay, und jetzt auf Anmelden einmal anklicken. Speichern. Ja, genau. Oh, können die mal die Musik da leiser machen? Ja, können wir. Ja, bitte, das ist viel zu laut. Moment, bitte. Okay, wo sind Sie stehen geblieben? Ich bin jetzt hier bei dashboard@europfx. Mhm. Und da ist oben so ein Kästchen, und da steht, Ihr Konto ist ausstehend, da Ihre Identität noch nicht verifiziert ist, ja, ist Ihr Handelskonto ausstehend und kann gewisse Einschränkungen unterliegen. Jetzt ist das schon wieder so laut. Genau, und sehen Sie einen Knopf, wo steht Fortfahren? Nee, hier steht jetzt Live-Konten und Demo-Konten. Und sehen Sie persönliche Angabe? Nee. Oder jetzt einzahlen? Hier ist so ein grünes Kästchen, da steht Einzahlen drauf. Klingt ja mal drauf? Ja. Um mit Ihrer Einzahlung fortfahren zu können, geben Sie bitte Ihre Informationen ein, genau, steht da. Okay, also einmal auf Fortfahren anklicken, bitte. Ja. Füllen Sie die erforderlichen persönlichen Angaben aus, um fortfahren zu können. Okay, und jetzt haben Sie bitte... Genau. Bitte geben Sie Ihre erste Name und Nachname ein. Ja. Okay, und jetzt, wenn Sie ein bisschen nach unten scrollen, sehen Sie ein Feld, wo steht Reisepass-ID-Nummer. Reisepassnummer? Ich weiß gar nicht, wo der liegt. Genau, da geben Sie Ziffern 1, 2, 3, 4 ein.
Okay, ist kein Problem. Sie werden vom Compliance-Team einen Kontakt bekommen, damit Sie Ihre Identität überprüfen. Aber jetzt geben Sie bitte 1, 2, 3, 4 ein. Okay. Und bei Okay, gut. Führerscheinnummer auch? Nein, das können Sie leer lassen. Jetzt Ja. nach unten scrollen, sehen Sie Geburtsdatum. Wählen Sie Ihr Natürlich. Geburtsdatum, bitte. Ja. Dankeschön. Erledigt. Okay, jetzt noch ein bisschen nach unten scrollen und da steht Adresse. Wählen Sie Ihre Adresse bitte ein. Haben Sie die Adresse eingegeben? Frau Hildmann? Ja, ich bin hier. Frau Hildmann? Ach so, haben Sie die Adresse eingegeben? Ja, ich musste nur noch mal kurz wegen der Postleitzahl gucken. Wir sind erst hierher gezogen. Ich war mir da nicht mehr sicher. Nicht, dass das nicht stimmt. Mhm, Und jetzt unten auf Aktualisieren. okay. Okay. Ja, genau, einmal bitte anklicken. Alles klar. Kontoinformationen wurden erfolgreich Okay, und aktualisiert. Jetzt steht da, bitte genau, beantworten und Sie jetzt die sehen Sie einen folgenden Fragebogen. Fragen. Genau, erste Frage ist Kontowährung. Da wählen Sie bitte Euros. Was ist denn GBP? Wo steht G? Ja, das ist Englische. Das, was ist Okay, das? da wählen Sie bitte Indisch? Euros. Indische Währung? Wählen Sie bitte nein, Englische. Also wählen Sie bitte Euros und dann haben Sie Hebel, da wählen Sie 1 zu 30. Was bedeutet das? Das ist eine virtuelle Kaufkraft. Sie werden darüber mit Fachexperten reden, ob Sie das nutzen werden oder nicht. Ich habe kein Wort Okay? verstanden. Und Was dann einmal war auf die das? nächste Seite. Das ist eine virtuelle Kaufkraft und Sie werden darüber mit Fachexperten reden, ob Sie das nutzen werden oder nicht. Also wählen Sie bitte 1 Okay. zu 30 und dann auf die nächste Seite. Ja. Okay, gut. Arbeitsverhältnis. Okay, haben Sie? Ja, Sie sind angestellt. Ja. Okay, dann werden Sie bitte angestellt. Ja, mache ich. Dann haben Sie Name des Arbeitgebers. Da können Sie ABC eingeben. Muss man das da nicht Gut. reinschreiben? Ist Na nicht gut. erforderlich. Okay. Dann haben Sie Industrie. Dann haben Sie Industrie. Da können Sie letztes Antwort auswählen. Sonstiges zum Beispiel. Haben Sie es? Haben Sie die Industrie ausgewählt? Hallo. Sind Sie noch da? Haben Sie die Industrie ausgewählt, bitte? Ja, habe ich. Ja, können Sie mit mir reden, bitte? Tue ich doch die ganze Ja, super, jetzt Zeit. haben wir Jahreseinkommen. Ja. Okay, jetzt haben wir Jahreseinkommen. Da wählen Sie bitte vorletzte Antwort, das ist Durchschnitt in Deutschland. Die vorletzte? Ja, habe ich Genau. gemacht. Dann das gleiche bei nächster Frage, geschätzte Nettovermögen, bitte. Alles klar. Okay, dann. Okay, dann haben Sie Herkunft des Vermögens, also Arbeitseinkommen. Dann haben Sie Herkunft der Geldmittel, auch das gleiche bitte. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen Vermögen und Geldmittel? Ist das nicht das gleiche? Okay, wählen Sie. Genau, deswegen wählen Sie bitte die gleichen Antwort. Ach so, warum wird das denn doppelt gefragt? Also, ja. Weiß ich nicht, ehrlich. Na Das ist nur gut. ein Fragebogen, also ist ja nicht wichtig. Dann haben Sie nächste Frage, wie hoch ist Ihr voraussichtlicher Investitionsbetrag bei unserem Unternehmen? Da wählen Sie letzte Antwort weniger als 50.000, weil Sie mit 1.000 starten möchten. Ja, so viel habe ich leider nicht.
Ja, genau, ist kein Problem. Gut. Dann haben Sie nächste Frage ist Zahlungsart. Da wählen Sie zweite Option, elektronische Zahlung, weil PayPal ist elektronische Genau. Zahlung. Okay. Was ist der Zweck dieses Handelskonto? Können Sie die erste Antwort auswählen, um CFDs zu handeln? Na gut. Okay, dann haben wir voraussichtliche Herkunft und Zielland der Geldmittel, also Deutschland. Hab ich. Gut, sind Sie eine mildfühlige Person in den USA? Nicht, dass ich wüsste, wodurch wird dann das bestimmt? Ja, dann auf Nein bitte einmal. Na gut. Okay, in welchem Land haben Sie Ihr steuerlicher Wohnsitz, also Deutschland auch? Deutschland, klar. Klar. Jetzt nächste Frage. Geben Sie Ihr TIN eine SIN-Nummer. Da geben Sie Ziffern von 1 bis 10, bitte. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 und 0. Weil Sie sind auf jeden Fall bis 10.000 Euro Gewinne steuerfrei. Oh, ja, wirklich, das ist ja toll. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Super. Also jetzt haben Sie Antwort bekommen. Dann haben Sie eine Frage, sind Sie eine politisch exponierte Person, eine Bürgermeisterin? Nee, also ich bin in einer Partei, aber das ist egal, oder? Okay, ja, also Sie sind nicht die Bürgermeisterin, dann bitte auf Nein. Nee, also ich helfe manchmal ein bisschen, Und aber ich habe kein Amt oder sowas. oh, okay. Darf ein Bürgermeister das Okay, nicht dann können Sie machen? auf Nein anklicken. Ja. Okay, können Sie auf Nein bitte einmal anklicken? Habe ich doch schon. Darf ein Bürgermeister bei Ihnen nicht Und dann auf die mitmachen? nächste Seite. Nein. Okay, und jetzt auf nächste Seite sehen Sie, die erste Frage ist, wie hoch war der ungefährte Betrag, den Sie in den letzten 5 Jahren Investition getätigt, erstreckt haben? Na, Also haben Sie in den letzten 5 Jahren investiert. ich habe das noch gar nie gemacht. Okay, dann haben Sie letztes Antwort, ich habe noch nie investiert. Können Sie das Okay, auswählen? ja, habe ich schon. Gut. Dann haben wir eine Bildungsfrage. Geht, ob Ihre Bildung irgendwas mit Finanzen zu tun hat? Wenn es nicht hat, Überhaupt haben Sie nicht. letzte Antwort da? Ich hatte eine Nein. 5 in Mathe. Okay. Super. Finde ich nicht, aber egal. Können Sie da keine der unten genannten Optionen auswählen? Ja. Okay, und dann kommt eine mathematische Frage, aber Sie Oh hatten eine Gott. 5. Dann würde ich Ihnen gerne dabei helfen. Bitte. Also, wenn man 100.000 teilt mit 30, wie viel bekommt man? Dann bekommt man eine Summe von 3.333,33 Euro. Können Sie Da. den ersten Antwort auswählen, bitte? Danke für den Tipp. Kein Problem. Immer gerne. Danke. Was bedeutet außerbürgerlicher Handel? Da können Sie bei nächster Frage ersten Antwort auswählen, der lautet Kontrakte, die direkt zwischen zwei Parteien gehandelt werden. Okay. Okay, dann haben wir nächste Frage. Sie haben ein Geschäft eröffnet und am nächsten Tag hat sich der Markt gegen Sie bewegt. Das ist die Folge. Also logischerweise der Kontostand ist gesunken. Ja? Ja, das macht Sinn. Ja. Also dann können Sie den ersten Antwort auswählen. Dann haben wir nächste Frage. Wenn Sie einen Stop-Loss oder platzieren, was wird dann wahrscheinlich eher passieren? Was ist denn das? Also dann werde meine Position werden beim Stop-Loss. Also damit stellen Sie die Grenze für Ihre Verluste manuell. Der Fachexperte wird Ihnen erklären, wie das funktioniert in Praxis. Was denn für Dann können Sie Verluste? da den ersten. Ja, Sie wissen, dass es mit dem Handel ein bisschen Risiko gibt. Ach Und so. Stop-Loss ist da, Ihnen zu helfen, damit Sie die Verluste auf Minimum setzen. Also Sie können da die Toll. erste Antwort auswählen, zum Beispiel, meine Position wird beim Erreichen des für den Stop-Loss ausgewählten Preises geschlossen. Na gut, danke für den Tipp. Okay. Ich merke ja echt, ich habe ja gar keine Okay. Ahnung von sowas. Kein Problem. Ja, also das ist für die Leute, die schon Erfahrung haben. Also Ach deswegen sage ich so. Ihnen, wie das funktioniert.
Ja, also dann haben Und wir das Frage, denn dann welche der geplant? Zeugenaussagen bezüglich Überhaupt? des. Ja, das ist für die Leute, die Erfahrung haben, weil wir haben auch neue Kunden und wir haben die Kunden, die schon Erfahrung haben und deswegen geht es. Ach Für jeden ist so. da was da. Ist für Also, jeden was dabei genau. Dann haben sozusagen. die Frage, welche der Folgen. Welche der Folgenaussagen bezüglich des Handels ist richtig? Da können Sie zum Beispiel erste Antwort auswählen, Sie besitzen niemals das zugrunde liegende Vermögenswert. Na gut. Okay. Okay, super. Und dann haben Sie eine Frage, wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie Ihr eingezahltes Kapital durch den Handel verlieren würden? Da können Sie zum Beispiel zweite Antwort auswählen, wenn Sie sich nicht ärgern würden. Und wenn Sie sich ein bisschen ärgern würden, dann können Sie auch zum Beispiel dritte Antwort auswählen. Na gut. Welche Antwort haben Sie ausgewählt, bitte? Ich habe die zweite genommen, wie Sie das gesagt haben. Aber fragt da keiner hinterher, nicht, dass da noch mal jemand Okay. fragt und ich das dann alles gar nicht mehr weiß. Okay, gut. Und dann haben Sie nur noch letzte Frage, was ist Ihr Haupthandelszweck? Dann können Sie da Spekulation auswählen, weil Sie das austesten möchten. Ja? Na gut. Ja, dann wählen Sie bitte Spekulation und dann auf Abschicken einmal. Na gut. Genau. Ja, sehen Sie das? Ja. Was sehen Sie auf Ihr Bildschirm jetzt? Da steht jetzt einzahlen 1.105.000. Nee, das kann ja nicht richtig sein. An Nein, nein, MTF. nein, das, nein, nein, das ist Ihr Handelskontonummer. Ach Das ist Ihr so. Handelskontonummer und die Summe auf die rechte Seite ist 1000, ja? Ja, das stimmt. Ja, jetzt einmal auf Absenden, bitte. Hab ich. Und jetzt sehen Sie verfügbare Optionen Doppelpunkt. Nochmal, was ist da? Sehen Sie jetzt unten steht verfügbare Optionen Doppelpunkt. Ja, das steht da. Und die erste ist Worldpay, Kenne ich, was ist Worldpay denn mit einer das? blauen Linie drunter. Was ist denn WordPay? Das kenne ich nicht. Nein, sehen Sie das? Ja. Ah, einen Moment mal bitte. Sehen Sie das? Ja, ich kann Und das jetzt, wenn Sie sehen. nach rechts gucken, ganz rechts steht PayPal. Ganz rechts. Sehen Sie, wo steht PayPal? Auf Ach die rechte ja, da ist Seite. das ja. Genau. Ja, klicken Sie mal einmal bitte auf PayPal. Ja. Jetzt auf den gelben Knopf, wo steht PayPal? Ja. Und jetzt loggen Sie sich bitte auf Ihr PayPal-Account ein. Ja, Und tätigen Sie den Zahlungs. da muss ich gerade mal kurz auf dem Handy gucken. Da habe ich mein Passwort gespeichert. Okay, stellen Sie mich bitte auf Lautsprecher und gucken Sie das. Wie lange geht denn das, wenn das aktiv ist, bis ich dann da anfangen kann? Ich kann für Sie schon morgen um 11 Uhr einen Termin mit Fachexperte buchen. Oh, so Wenn Sie schnell? möchten. Ja. Weil Klasse. heute ist ja schon 9:30 und die arbeiten nicht mehr. Ja. Ja, nee, jetzt will ich ja dann Also loggen Sie eigentlich. sich bitte auf Ihr PayPal-Account Ich wollte ein. eigentlich gerade schlafen gehen, als Sie angerufen haben. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Ich habe mich jetzt Okay, können eingeloggt. Was Sie soll ich bitte jetzt jetzt auf Ihr machen? PayPal-Account einloggen? Jetzt tätigen Sie die Zahlung bitte. Also. Jetzt muss ich gerade bei mir noch mal, kommt so ein Sicherheitscode, den muss ich gerade noch mal Und dann, bestätigen. genau. Ist erledigt. Einen kleinen Moment, ich überprüfe Was haben Sie für eine Nachricht bekommen oder was steht da? Da steht Zahlung erfolgreich. Sie erhalten eine E-Mail über die Zahlungsbestätigung an die hinterlegte Adresse. Aua, was war denn das? Ich habe das nicht bekommen. Nochmal bitte? Ich hab das aber nicht bekommen hier. Was ist denn da schon wieder so laut im Hintergrund? Ich verstehe nichts.
Hallo? Ist ja nicht laut, ich bin allein hier. Alleine? Warum das denn? Und meine Kollegen sind alle hier. Ja, meine Kollegen sind weg, wir hatten Feierabend, halbe Stunde. Von einer halben Stunde also, hattet ihr Feierabend? Also was ist hier da, bitte? Ja, genau, und ich arbeite jetzt alleine. Also bitte, die gehen in die Zahlung. Sie haben das nicht gemacht. Ey, du dummer Hurensohn, wir haben dich voll verarscht, du Wichser, du Pisser, Alter. Ey, du bist doch dran, hey. Du kleiner Schwuchtel. Und was jetzt soll das? Wir haben soll dich das jetzt lustig sein oder was? Ja, du scheiß Telefonbetrüger, du bist gerade live bei YouTube. Wir haben 20.000 Zuschauer gerade und die lachen dich alle aus, du Wichser. Perfekt. Perfekt. Ist das geil? Möchtest du jemanden grüßen? Scheinbar nicht. Der aufgelegt. Ach, der arme. Halbe Überstunde.